So, ich habe in mein Rezeptbuch geschaut und ich brauche einen zweifach gesockelten Schild. Dann habe ich mein Magic-Fan-Problem gelöst. Dann kann ich mir ein Runenwort zusammen. Oh Gott, wie sieht's hier denn aus? Zusammenbasteln, würde ich sagen. Der Stab der Könige. Ihr erstaunt mich, ja. Ihr habt den Schaft eines Horadrim-Stabs gefunden. Ich gehe davon aus, ihr wisst, wie man einen Horadrim-Würfel benutzt, um Schaft und Spitze zu verbinden. Da Schön, gehst euch du zu sehen. richtig von aus. Identify. Seid gegrüßt. Das Teil hier kann ich brauchen für eine Starterrüstung. Das gehört nämlich auch zu den. Stimmt! Das hier wollte ich auch noch überprüfen. Eventuell die Skills ändern. One step at a time. Zunächst einmal will ich ein paar Sachen verkaufen. Das lädt sich aber sehr schnell nach. Brauche ich das? Alarming Short Spear. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal auf W. 3 bis 11 und sehr viel Kälteschaden. Und das macht. Nein. Das macht nein. Das kommt weg, das behalte ich. Shimmering Kite Shield. Naja. Ist jetzt nicht katastrophal, könnte aber besser sein. So, das kommt weg und das und. Die zwei kommen in die Truhe. So, und das hier möchte ich als Basis eventuell, falls ich nicht eine bessere finde, für eine Starterrüstung benutzen. Gut, könnte man wahrscheinlich auch so machen. Also einfach die hier nehmen. Aber ich habe da etwas an Rezepten gesehen, was ich gleich ausprobieren möchte, wenn ich kann. Erst einmal einsortieren. Oh Gott, ich habe viel zu viel von dem Zeug. Zunächst einmal, das hier kann weg. Very fast, very fast. Habe ich nämlich durch ein besseres ersetzt. So. Die Zauber kommen dahin. Plus 10 Defense, brauche ich das? Ist nicht so schlecht. Aber macht das wirklich einen Unterschied aus? Plus 2 zum Minimum Damage. Was soll der Quatsch? Nein, nein, ich werde mir den Platz mal sparen. Dann kann ich mehr Sachen tragen. Das wollte ich verkaufen. Das kommt temporär irgendwo hier hin. Das werde ich später noch brauchen. Was hat es mit diesem Ring auf sich? Mit diesem Amulett, besser gesagt. Magic Find. Fehlt 10% Magic Find. Wäre das etwas für einen Söldner? 6% Life Leech. Ja. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Ach so, deshalb habe ich Ihnen das auch letzte Folge wahrscheinlich noch nicht gegeben. Da fehlt das Level noch. Die könnte ich mal ein bisschen aufrüsten. Tada! So, Notrationen. Die kann ich verkaufen. So, die kann ich verkaufen. Eigentlich ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich Tränke finden werde, dass ich keine. So, Sekunde. Keine Tränke mit mir rumschleppen muss, würde ich sagen. Das ist ein ziemlich guter Ring. Den behalte ich mal auf der ersten Seite. Amulett. Das kann auch weg.
Die stapel ich mal, bis ich genug habe, um sie umwandeln zu können. Wo sind meine hier? Das kommt dahin. Dann einmal, wie sieht's bei dir mit Ringen aus? Ganz schlecht. Ganz schlecht. 1 bis 5, 1 bis 8. Fire, Lightning. Ich glaube nicht, dass du Max Stamina brauchst. Ich gebe dir mal das hier. Danke. Solche schwachen Ringe, der Ärmste. Einen besseren Ring habe ich im Moment nicht für dich. Aber bald wahrscheinlich. Ich sag's ja, meine Söldner sind völlig unter. Nein, nicht unterqualifiziert, also. Nicht ausreichend ausgestattet. Ausgerüstet. Ausgestattet klingt seltsam. Gut. Ich brauche meine Herzen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daraus wird ein Ancient Sifferer. Das ist eine der Sachen, die ich brauche für meine Starterrüstung. So, ich habe hier mir alles schön vor Jahren schon aufgeschrieben. So, Starter Armor. Dann brauche ich 2 normale Edelsteine. Und zwar je nachdem, welches Skill ich haben möchte. Und sonst nichts. Und die Frage ist, möchte ich Inner Sight oder Fate oder Battle Order, Shock Wave, Dim Vision, Blast Hammer oder Static Field? Das sind die verschiedenen Sachen, die man sich zurechtlegen kann an Starter Armor. Und irgendwo habe ich mir aufgeschrieben, was die ganzen Sachen machen. Ah ja. Battle Orders. Erhöht HP und Mana. Shockwave. Geschosse lähmen. Aha. Dim Vision. Extrem nützlich. Verhindert Jumping, Resurrect und alles, was ich brauche. Zum Beispiel Zauber. Fate. Reduziert massiv alle Resistenzen der Gegner. Schäden. Dauer von Flüchen. Auch sehr schön. Decrypify. Abwehr der Monster, Schäden und Angriffsgeschwindigkeit. Ebenfalls nicht schlecht. Also da kann man nicht viel falsch machen. Static Field ist relativ nutzlos. Das senkt nur Gegner-HP. Inner Sight senkt Gegner-Verteidigung. Okay, ich würde dann Dim Vision nehmen. Als Starter-Armor extra. Und dafür brauche ich... Oh, wo sind sie? Für Dim Vision. 2x Skulls. 2 normale Skulls. Habe ich gerade nicht, aber ich habe sie wahrscheinlich bald. 2 normale Skulls, meine Starterrüstung. Wo ist meine Starterrüstung? Die hier. Ich könnte auch warten, bis ich eine bessere finde. Vielleicht sollte ich das auch, aber... Trade? Gossip? Nein, nein, ich wollte Trade benutzen. So. Aber ich denke, das ist kein schlechter Anfang. Schlimmstenfalls bastel ich mir später noch eine, falls ich damit nicht zufrieden bin. Aber ich kann dich ja schon mal verkaufen. So. Dann zwei normale Skulls. Hallo. Ich hoffe, da vielleicht das Geld. Ich bin arm. Ich bin echt arm. Na, das wird erstmal nichts. Wo ist das ganze Geld hin? Ich brauche dafür 32.000 für 2 Skulls. Schade. Also dann hätte ich 2 Skulls, das hier und den Decipherer. Und dann könnte ich mir eine Starterrüstung machen. Mit diesem tollen Effekt. Die dann auch noch 2 Sockel hätte. Aber so muss das noch ein bisschen warten. Egal.
nächstes Mal. Gut. Ich muss irgendwas gegen diese Dunkelheit machen. Damit es wieder Tag wird. Ich hatte als letztes die Tunnel gemacht. Die Wurmtunnel. Die ferne Oase. Da darf ich ja... Genau, da unten war ich gewesen. Und, ja, stimmt. Moment. Eine Sache noch. Nämlich, ich habe auch den überprüft. Und zwar seine blaue Fähigkeit. Das ist kein Trotz, das ist Lebensregeneration. Guten Abend. Higher. Offensive, Combat und Defensive. Und was ich brauche... Schnell mal, ich glaube, ich brauche Combat, hat er gesagt. Meine Notizen hier. Eastern Sun Söldner, wo habe ich das stehen? Zu viele Blätter. Ich muss das eventuell rausschneiden, die ganze... Ach, da ist es doch. Eastern Sun Söldner. Also, Wüstensöldner. Benutzen in Combat Defiance, also Trotz, für die Verteidigung. In der Verteidigung, in Defense, also die Defense-Söldner, benutzen Prayer, automatische HP-Regeneration. Und Offense-Söldner für Angriff benutzen Holy Fire, heiliger Schaden, eine Aura. Ich denke mal, Combat ist zu messen. Die Trotzfähigkeit war schon immer unschlagbar. Dafür müsste ich ihn erstmal ausziehen. Und kann ich mir überhaupt einen neuen Söldner leisten? 350? Ja, das geht gerade so. So. Weil kein Mensch braucht Lebensregeneration. Nicht mit der Ausrüstung, die ich ihm gegeben habe. So. So, ich glaube nicht, dass ich etwas übersehen habe. Also, einmal austauschen gegen Combat. Das wäre Madanark, Jarda, Nerai. Ja, ich nehme Jarda. Eat your current one. So, jetzt habe ich einen Combat-Söldner mit Trotz. Danke. Das Danke. Sieht schon viel Danke. Besser aus. Danke. Ich brauche hier nur noch einen passenden Danke. Ring. Danke. So. Hätte ich das auch geregelt. Und jetzt kann ich weitermachen mit der fernen Oase. Benutzt deine Aura. Wieso benutzt du deine Aura nicht? Stimmt, ein zweifach gesockelten Schild. Wie den hier. Perfekt. Oh, ich mach das gleich. Ich komme heute gar nicht mehr aus der Basis raus. Weil mir war ja Magic Find so wichtig. Und wenn ich das Runenwort UN nehme, hat nichts mit der UN zu tun. Ist wohl irgendein japanisches Wort. Dann habe ich Luck. UN? Oder wie wird das ausgesprochen? 53%. Fast so gut wie dieser hier. In der Chance to Block. Aber 50% Magic Find plus 10 Dexterity. Regenerate Mana. Faster Hit Recovery. Ein Traum. Damit wäre das Magic Find Problem eigentlich gelöst. Dann kann ich das hier rausnehmen und würde etwas anderem ersetzen. Ich behalte das trotzdem erstmal in Reserve. Dragon's Defender.
So, Magic Find. Brauche ich jetzt ein anderes, ein besseres Amulett? Nicht wirklich. Also damit kann ich nichts Besseres benutzen. Ich behalte erstmal das hier. So, ich habe Magic Find. Und...